Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Transformers 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier auf der Southeastern Highspeed Strecke und kommen uns um das erste von den vier Szenarien, das mitgeliefert wurde mit der Class 465. Elektrostar, war es Elektrostar? Ne, es war nicht Elektrostar, es war was anderes. Networker muss es gewesen sein, es war Networker. Ja, draußen fängt es wieder an zu hageln. Richtiges Aprilwetter. Das heißt, wir kümmern uns heute um das erweiterte Angebot mit einer Schwierigkeit von 2 von 45 Minuten. Soll das Ganze dauern? 7000 Punkte für die Goldmedaille. Übernehmen Sie die Steuerung einer Class 465 auf der erweiterten Strecke von Rochester nach Faversham. 7000 Punkte für die Goldmedaille. Wir schreiben das Jahr 2017, den 12. August um 16.37 Uhr. 7000 Punkte nochmal. Zum Einfrieren für die Goldmedaille. Dann würde ich sagen, legen wir los und fahren mit der Class 462 von Rochester nach Faversham. Willkommen im Bahnhof von Rochester. Bitte warten Sie auf die Einfahrt Ihres Zuges aus London, Victoria. Schön, also wir gehen jetzt mal auch mitten auf dem Bahnsteig. In Rochester. Ich frage mich gerade, ich glaube, wir kennen nur die andere Richtung, ne? Also wir haben uns immer nur da vorne gehalten. Dann geht es diesmal in die andere Richtung, gut zu wissen. Wenn ich dann hier rumlaufe, dann kann ich noch mal hier ein paar Sachen hin platzieren. 11 von 25 Schreckenkarten. Hier ist es auch nicht mit dem Zaun. Also mit dem Zaun habe ich ein bisschen noch nie gesehen. Oh Gott. Leider. Da kommt ja schon der Zug. Ich gucke trotzdem mal auf den Bahnsteig, ob hier irgendwie noch was übersehen habe. Nochmal eine Warntafel, 7 von 25 Sicherheitssignalen und dann sprinte ich mal wieder nach vorne zum vorderen Teil des Zuges. Hier haben wir das gute Stück in Southeastern Lackierung. Jetzt werde ich auch bestimmt einsteigen. Machen wir das doch mal. Eine Tagfahrt. Dann machen wir die Generalschlüssel nochmal auf ein. So, Richtungswender auf neutral. Türen verriegeln. Das blaue. Ach ja, ich bin ja blöd. Das war ja hier oben. The Rail Safety Deep. Hallo? Das ist normal. Beides normal. Gut. Ja, dann kann ich auf den Vorwärtsgang gehen. Dann die DRA aktivieren. Und dann kann es auch losgehen. Nächster Halt ist dann Chatham. In 2 Minuten sollen wir dort sein. 0,8 Meilen. Ich denke mal, das ist im Bereich des Machbaren. Ach ja. Ups. Aber jetzt die erste mehr oder weniger richtige Fahrt mit der Class 465. Kommt so eine Class 377 entgegen. Es gleicht bergauf. Merkt man kaum. Ja, haben wir wieder einen kleinen Bummelzug, könnte man glaube ich so nennen. Oh gut, der Networker halt. Ich meine, ja genau, Lane Networker. Soweit ich mich erinnere, war das der Spitzname der Class 465.
Der Networker war. Nee, Quatsch. Der Elektrostar war die Class 377. Ich erinnere mich wieder. Ich habe mich zumindest wieder erinnert, als ich die Class 377 gesehen habe, dass das deren Spitzname war. Und nicht die. Nicht der von der Class 465. Noch nicht bremsen, wir sind noch lange nicht im Bahnhof von Chatham. So, jetzt könnte ich wieder reinbremsen. Aber schön ist halt wirklich, dass auch die Tafeln, die Anzeigetafeln, dass die halt auch in etwa passen. Die passen zumindest besser als mein Bremsverhalten jetzt hier gerade wieder. Achso. Warum auch immer das noch nicht wollte, aber okay. Dann kann ich die Tür ja wieder schließen. Wir haben sogar hier noch eine kleine Digitaluhr, sehe ich jetzt gerade. Funktioniert das auch mit dem. Mit der Accelerate und mit dem. Mit der Brake Rate? Ich erkenne da zumindest nichts. Aber es ist auch halb so wild. So, jetzt erstmal weiter mit 30 Miles per Hour, bevor es dann gleich hochgeht auf 50. Nächster Halt ist dann Gillingham. In 1,3 Meilen und wir sollen in 3 Minuten, 2 Minuten dort sein. Alles im Bereich des Machbaren. Ich bin ja überrascht, positiv überrascht, weil es häufiger mal nicht so funktionierte. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich, das auch auf automatisch hatte und dann einfach nicht die richtige Dings eingestellt wurde. Ich habe es nämlich immer noch auf automatisch, weil wir ja, also das halt das automatisch ausgewählt wird, ob es halt das metrische oder das imperiale System ist. Einfach weil es halt auf dieser Strecke halt relevant ist, weil es halt sowohl Kilometer pro Stunde gibt als auch Miles Power. Aber ich bin überrascht, dass wirklich Miles per Hour jetzt hier steht. Aber gut, auf dieser Strecke ist es ja eigentlich eher normal. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich es auch automatisch hatte und dann auf irgendeiner britischen Strecke, glaube ich, ich es dann halt in Kilometer pro Stunde hatte, obwohl es auch automatisch war und eigentlich das imperiale System hätte greifen müssen. Bald dürfen wir sogar 80 Miles per Hour fahren. Nicht schlecht. Klingt eigentlich auch ganz gut, oder? Also man hat so, man merkt gerade hauptsächlich das Rollen. Aber das ist auch nice. Geht's gut bergauf? Oder was ist gut bergauf? Leicht bergauf eigentlich, ja. Ja. Dann können wir es hier nochmal reinbremsen. Okay, ja. Also, das Bremsverhalten von diesem Zug, da muss ich erst nochmal reinkommen. Der bremst nicht so gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wie die Class 377. 496 Punkte, 46 Punkte. Das war auch echt miserabel hier. Das war echt miserabel gehalten. Aber dafür sehr pünktlich. Ich muss deutlich früher anfangen zu bremsen. Oh, ich kenne da hier die Geschwindigkeitseinstellung auch. Offenbar einstellen. Gut, dann werde ich das ja gleich dann mal machen, wenn ich dann auf Geschwindigkeit bin. Mensch, ich bin gut, ich war echt gut in der Zeit. Also, immer wenn man warten muss, bis man die Tür wieder verriegeln kann, dann weiß man, ich habe es gut hinbekommen zeitlich. Dann wollen wir mal. Nächster Halt ist ein Rainham. In 2,9 Meilen und wir sollen dort sein innerhalb von 3,5 Minuten. Alles deutlich im Bereich des Machbaren, also in diesem Fall, oh Gott, in diesem Fall komme ich mich hier ganz gut drauf klar. 75 kann ich einstellen.
Ich muss natürlich das Maximum, ich verstehe. Schon der Zug, der schafft ja auch maximal 60, oder? Ne, 75, ach ja, meine ich ja, 75. Die 80 dürfte ich sowieso gar nicht ausfahren, weil das gar nicht im Machbaren ist. Aber gut, dann fahre ich jetzt auch mit. Nochmal kommen wir hier höher schalten, damit wir auch schneller auf die 60 kommen. Gleich kann ich also höher stellen auf. Oh, jetzt haben wir. Moment. Wir sind gerade bei Gillingham, ne? Wir waren bei Gillingham, genau. Haben wir sind hier gerade beim Betriebshof von Gillingham. Ja. So viel zum Thema. So viel zum Thema. Dann scheint das doch zumindest nicht so zu funktionieren, wie ich dachte. Ich dachte, die Geschwindigkeit wird damit vielleicht gehalten, aber gut, dann kann ich sie eigentlich auch prinzipiell ausschalten wieder. Wobei. Man ist halt hier auch die Nadel, die bewegt sich. So ist es ja nicht. So, ein bisschen zu schnell unterwegs, aber ich befürchte auch, dass. Oh, Achievement Unlocked CL465, no time to waste. Das heißt, wir waren scheinbar ordentlich fix unterwegs. Ich gehe schon mal den Bremsvorgang ein. Über, da wir doch einen ordentlichen Weg hin haben. Beziehungsweise da die Bremsen ja nicht ganz so pralle sind und wir noch ein bisschen Bremsweg vor uns haben. Beziehungsweise ordentliche Geschwindigkeit drauf haben. So, das wollte ich eigentlich sagen. Das sollte auch ganz gut passen, geschwindigkeitsmäßig. So früh schon mal runter zu bremsen, zeitlich gesehen, oder sehr dicken. Aber meine Befürchtung, die ich eigentlich gerade ausdrücken wollte, war, dass da die Höchstgeschwindigkeit hier auf der Strecke zum Teil 80 Miles per Hour war oder ist, und wir die ja prinzipiell gar nicht ausfahren können. Oder halt im Fall eher dürfen mit der Class 465, dass wir dann halt dadurch eventuell halt einen Nachteil haben, weil die Geschwindigkeit halt mit der 80 bemessen wird und nicht mit der 75 zwischen Bahnsteig A und B. Aber gut. Das war jetzt mehr als perfekt gehalten, würde ich sagen. Sehr gute Bremskurve, schätze ich mal. Müssen wir uns dann gleich nochmal in der Auswertung angucken, wie die Bremskurve bei Gillingham aussah. Ja, das piept jetzt, weil ich ausgestiegen bin, aber ich wollte noch die Sachen bei Rainham mitnehmen. 8 von 25. 12 von 25 und ich glaube, das war's. Das Gepiepe geht auf den Keks, ich steige schnell wieder ein. Dann fliegen wir wieder die Türen. Kann das ja runterstellen auf 60, auch wenn es nichts bringt. Weil es nicht greift. Sogar mit Klimaanlage. Wie angenehm. Mal gucken, muss man hier so ein bisschen. Oh, wobei das meiste. Das sitzt ja das meiste. Das Einzige, was noch nicht sitzt, ist, dass ich irgendwie. Mit der Geschwindigkeit geht es gerade, aber gut.
ist halt wie es ist. So, wir wechseln sogar nochmal hier das Gleis. Okay, deswegen auch die 60. Jetzt wären wir prinzipiell schon wieder bei den 80. Deswegen schalte ich jetzt auch wieder hoch auf 75. Einfach nur, weil ich es kann. Ich weiß scheinbar, also ich vermute mal, ich habe einfach irgendwas vergessen. Okay, nächste Halt ist Newington. Newington. Kommt mir Newington bekannt vor? Ich kann mich nicht wirklich an Newington erinnern, aber es muss ja nichts heißen. Wir haben noch 1,4 Meilen bis Newington. Wir sollen 2 Minuten da sein. Halten gerade gut das Tempo, wunderbar. Ich habe ja gehofft, dass die Geschwindigkeits... War das Erkennung? Geschwindigkeitseinstellung. Dass die Geschwindigkeitseinstellung halt ähnlich funktioniert wie ein Tempomat oder sowas in der Art. Aber... Oh Gott, ich wollte nicht ins Eisen, in so ein Eisen gehen. Ich wollte gemütlich abbremsen. Aber das wurde mir dann doch wieder verwehrt, weil ich dann irgendwie doch zu hart reingegangen bin. So, dann sind wir schon direkt bei Newington. Das geht ja Schlag auf Schlag. Mit dem Bahnsteigen. Bin mal gespannt, wie die Kurven aussehen, wie die Bremskurven aussehen. Da ich weiß, dass es piept, wenn ich gleich hier wieder aussteige. Mit aktiviertem Driver Safety Device und so weiter. Bleibe hier sitzen, aber ich glaube, ich sehe jetzt hier auch gerade nix zum... Doch, dann haben wir einen Zeitungsschlag. Gut, dann steigen wir zumindest ganz kurz aus. Also es geht ja fix. Und platzieren kurze Zeitungen. Öffnen natürlich die Türen. Die Türen. Von 25, wunderbar. Sekunden warten. Wird immer besser, aber gut, das, ja. Also, es wird garantiert nicht von Dauer sein, dass ich so zeitig bin. Türen schließen. Bremsen lösen, die Geschwindigkeitseinstellung stelle ich einfach mal auf 40. Wobei es wahrscheinlich gleich wieder auf 70 hochgeht, ja. Kurzer Abstand mit den 40. Aber dennoch existent. Merkt, es funktioniert super. Eigentlich kann ich es ausmachen. Lohnt sich ja nicht. Hat ja keinen wirklichen. Erfüllt ja keinen wirklichen Zweck, würde ich behaupten. Dann beschleunigen wir mal wieder auf gleich 75 Miles per Hour und fahren nach Sittingbourne. Und in 3 Minuten sollen wir dort sein. 200 Meilen haben wir noch bis nach Sittingbourne. Oh, noch sind wir nicht im 80er-Bereich. Kommt jetzt erst. Geile Perspektive. Eigentlich
war das sarkastisch gemeint, damit ich wieder so eine bekomme. Schon mal besser. Dann müssen wir noch mal ein bisschen runter auf 75 Miles per Hour. Ich will ja nicht rasen. Müssen nicht allzu sehr rasen hier mit der Class 465. Aber wir sind ja schon da. Ich musste hier in Eisen gehen, wenn man gerade auf. Bisschen verpasst den Zeitpunkt, dass ich abbremsen muss. Ah gut, besser spät als nie. Wobei, besser früher als spät, aber in dem Fall, ja. Aber zu spät war es ja nicht, ne? Also besser spät als zu spät, sagen wir es mal so. Im alleridealsten Fall wäre es natürlich, dass es weder spät noch zu spät ist. Ich weiß nicht, besser zu, weder zu spät noch spät ist, aber... Das passt ja alles ganz gut. Wie gesagt, ich glaube, weil in der Class 377 und in den anderen Zügen, mit denen man hier fahren kann, da ist nicht piep, wenn man aussteigt, belasse ich einfach mal das so und lasse einfach die ganzen Dinge auf den Bahnsteigen nochmal stehen. Ach. Beziehungsweise hängen sie noch nicht auf. Dann schließen wir die Türen. Und dann geht es mit gelösten Bremsen selbstverständlich weiter Richtung Tainham. Da waren wir auch nicht. Oder? Das sind, glaube ich, alles neue Sachen, alles neue Städte. Das gab es dann... Ich bin verwirrt. Hier sind irgendwie auch sowas in der Art, in der Dingsbeschreibung, von wegen, dass es... neuer Streckenabschnitt ist, in Anführungszeichen. Von anderer oder was auch immer. Irgendwas mit Streckenabschnitt schon da. Aber an Tainham kann ich mich auch nicht erinnern. Also kann natürlich auch sein, dass wir da durchgefahren sind und so weiter. Dass wir jetzt ein richtiger Bummelzug sind und davor eher ein bummeliger Zug fahren. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Aber scheinbar, wenn jetzt hier ein Jefferson vorbeifährt, dann sind wir hier wahrscheinlich auch durchgefahren. Aber halt, haben wir halt nicht in Tainham gehalten. Aber 2,6 Meilen haben wir noch bis Tainham. Die Goldmedaille ist schon mal sicher. Oder muss ich jetzt die Geschwindigkeitseinstellung einstellen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube eher weniger. Das Tempo wird gerade nur gehalten, weil es bergab geht. Naja, ich muss mich dann, was das betrifft, für den Networker nochmal reinlesen. Das war doch ein Networker, oder? Bup, 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 bup.
Ja, doch. Networker. Geht auch noch bergauf. Muss ich da noch mal ein bisschen nachbeschleunigen. Zeitlich passt das wieder super hin. Jetzt auch ein bisschen bergauf wieder reinbremsen. So, wunderbar. Ich muss schon sagen, dafür, dass er halt in den Höhen, in Anführungszeichen, so laut ist, ist er halt trotzdem schon recht leise so. Also. Ah, die Class 462, die gefällt mir schon. Wow, 3 Sekunden warten. Läuft. Hat sich gelohnt, das Warten auf jeden Fall. Lass das Bürgerschwierigkeitseinstellung. Das scheint kein, zumindest nicht so wie ich es verstehe, Mehrwert zu haben. Aber gut, wir sehen es auch gleich beim letzten halt. Letzter halt und auch die Endstation in 3,9 Meilen, wo wir 4,5 Minuten Zeit für haben, ist fahrbar. Alles dicke erreichbar. Aber ich glaube, die Strecke ist jetzt in Anführungszeichen nicht neu, sondern wir sind einfach vorher nicht an den kleinen Bahnhöfen gehalten. Oder es ist einfach viel zu lange her und ich kann mich beim besten Willen einfach nicht mehr daran erinnern. Das ist natürlich auch alles noch möglich. Also große Varianten, 8000 Punkte mittlerweile. Gab in Ordnung ganz gut Punkte, würde ich sagen. Und dann sind wir auch gleich wieder bei der Höchstgeschwindigkeit, bei der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 75 Miles per Hour. Ich gehe nochmal in den anderen Gang, weil es bei der ersten Leistungsstufe, da ist er doch ein bisschen bergauf geht. Jetzt geht es nochmal ein bisschen mehr, aber es ist echt schon ein schönes DLC, aber. Aber es gibt auch so viele schöne DLCs und so weiter. Also da ist in den letzten Jahren gut, was da, ja, ne? Da ist in den letzten Monaten sehr gut was zusammengekommen. An schönen und guten Sachen. Auch an schönen Zug-DLCs. Ich weiß gar nicht, sind wir schon mal durch den Zug durchgegangen? Ich glaube nicht wirklich, aber. Gut, es ist halt auch. Würde ich behaupten, nicht so was Spektakuläres wie jetzt irgendwie ein Highspeed-Train, der über längere, wie heißt das noch gleich? Über längere Strecken zurücklegt. Dadurch halt auch sowas wie Bordbistro und ähnliches hat. Ich meine, dass solche Networker in Schweiz halt auch ähnlich spärlich ausgeschmückt sind in Großbritannien wie jetzt hier bei uns in Deutschland.
Bremse mal rein. Diesmal darf ich auf alle Fälle nicht übers nächste Signal rüberhuschen, aber das ist ja bisher noch nicht der Fall gewesen. Bei meinen Bremskurven mit der Class 465 in der heutigen Fahrt. Warum soll das dann jetzt anders sein? Ja, außer höchstens, weil ich dann spontan mal einschlafe. Bisschen jetzt zu weit. Mal schauen, was so der beste Halt ist. Also es gibt einen sehr schlechten Halt und es ist, glaube ich, einen ganz guten Halt, aber einen ziemlich guten Halt. Aber schauen wir mal, welcher der beste Halt ist. Sehr früh sind wir jetzt da. Heißt, wieder etwas länger waren. Wunderbar. Nochmal 500 Punkte oben drauf, dann auf den neutralen Gang Richtung... Jetzt doch auf aus, okay. Generalschlüssel aus und dann steigen wir aus und beenden auch damit die Fahrt. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, weiter das Angebot. Der Goldmedaille war klar. Gab ganz ordentlich Punkte. Zeit benötigt 37 Minuten 40, zurückgelegte Entfernung 18,51 Meilen. Es gab 9434 Punkte und eine Goldmedaille. Der beste Halt war mit 1,59 Yards in Rainham auf der Plattform 2. Der schlechteste Halt war kurz davor in Gillingham. Aber gut, passiert. 52 Yards, sehr gut. Moment, das heißt, wir hätten hier Chatham, Gillingham und bei Rainham war, glaube ich, die Kurve gut. Aber gut, die Kurven sind, würde ich sagen, ganz passabel. Auf jeden Fall annehmbar. Ich weiß gar nicht, wo so diese kleine Notbremsung mehr oder weniger kurz war, aber erkennt man kaum. Ja, das war dann das Szenario. Erweitertes Angebot zum DLC von der Class 465 für den Southeastern Highspeed. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Schweinsim World 2 Video.